In der Bibel steht, niemand ist heilig außer Gott. Gemeint ist, das Heilige, das Vollkommene, nach dem wir uns sehnen, das bringen wir nicht aus uns selbst hervor. Das übersteigt uns. Das ist größer als wir. Für die Generation unserer Großeltern war diese Einsicht so selbstverständlich, dass sie sie ins Grundgesetz geschrieben haben. Da ist von der Verantwortung vor Gott die Rede. Nicht, weil wir so mutig, stark und unbestechlich sind, sondern weil wir eine Verantwortung vor Gott haben, ist uns die Würde des Menschen heilig. Achten wir die Freiheit des Gewissens und schützen wir das Recht auf freie Meinungsäußerung. Der Kieler Landtag hat sich jüngst für eine Landesverfassung ohne einen solchen Gottesbezug entschieden. Es brauche keinen Verweis auf etwas Höheres, hieß es. Es genüge, wenn jeder Verantwortung für sich selbst übernehme. Ich finde das bedenklich. Denn zeigt nicht unsere Erfahrung, dass wir uns übernehmen, wenn wir Menschen uns zum Maß aller Dinge machen? Ich verstehe diese Idee nicht. Wieso gehen Christen so felsenfest davon aus, dass sie unbedingt einen Gott brauchen, damit der ihnen erzählt, was richtig und falsch ist? Zum einen ist es schwachsinnig, weil man an der Umwelt betrachten kann, dass Atheisten, obwohl sie keinem Gott folgen, nicht im Blutrausch durch die Straßen rennen und Babys fressen. Und zum anderen kann man in der Bibel lesen, dass Gott ein riesiges Arschloch ist. Also sehe ich wirklich nicht, warum man unbedingt einen Gott braucht, um seine Moral festzulegen. Vor allem, weil verschiedene Götter verschiedener Religionen vollkommen verschiedene Moralvorstellungen haben.